Heute ist Tag 3 der 3-Zutaten-Challenge auf YouTube und ich zeige euch heute, wie man total schnelle und leckere Käse-Paprika-Croissants macht. Die sind sowas von lecker, ich hätte es selber nicht gedacht. Also probiert das Rezept unbedingt mal aus und vergesst nicht, bei den anderen reinzuschauen. Ich werde euch jetzt gleich zeigen, wer alles mit dabei ist bei der 3-Zutaten-Challenge und danach geht es direkt los mit den Zutaten und der Zubereitung meines Rezepts. Und alles findet ihr auch natürlich nochmal unten in der Infobox. Gestern gab es auf dem Kanal von Ahmed Kocht eine total leckere Frühstücksidee. Morgen geht es weiter auf dem Kanal von Kuchen Felisa mit Tonkabohnenpralinen. Freitag gibt es einen Lemon Curd Cake bei der lieben Chrissy vom Kanal Amerikanisch Kochen. Samstag macht die liebe Jasmin vom Kanal Yassilicious Jalapeno Poppers. Und Sonntag beende ich die Woche mit Nutella Brownies. Die Kanäle findet ihr sowohl auf der Endcard als auch unten in der Infobox verlinkt. Unsere 3 Zutaten sind Fertig-Croissant-Teig, den bekommt ihr hier in solche Dosen in größeren Supermärkten. Außerdem brauchen wir Eiwar, das ist so eine leckere Paprikapaste und geriebenen Käse. Den Croissant-Teig rollt ihr euch aus und zerteilt ihn in die einzelnen Dreiecke. Da kommt dann immer etwas von der Paprikapaste, von dem Eiwar drauf, über die Paste etwas vom geriebenen Käse und dann wird das Ganze eingerollt. Dafür klappe ich die Seiten links und rechts einmal in die Mitte ein, damit später nichts rauslaufen kann und dann einfach ganz normal einrollen. Die Käse-Paprika-Croissants habe ich mir auf ein mit Backpapier ausgelegtes, gelochtes Backblech gelegt. Und das Backblech kann ich euch gerne unten in die Infobox verlinken, weil ich immer so viele Fragen dazu bekomme. Und ich streue zum Schluss noch etwas geriebenen Käse über die Croissants. So schmecken die einfach noch besser, noch käsiger. Anschließend wandern die Käse-Croissants dann bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 bis 20 Minuten in den Backofen, bis sie goldbraun werden. Fertig sind die leckeren Käse-Paprika-Croissants und es ist eigentlich echt nicht viel zu sagen, macht's mal nach. Es ist wirklich auch, wenn ihr mal Gäste bekommt und nicht so viel Zeit habt, was zu machen, aber euren Esstisch ein bisschen aufpimpen wollt, dann machen diese Croissants wirklich was her. Und falls ihr es mal ausprobieren solltet, würde ich mich natürlich wie immer über eure Fotos freuen. Gerne mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram. Und jetzt viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!